Die Europapark-App hat nach über 3 Jahren wieder ein größeres Update erhalten. Das Design wurde komplett überarbeitet. Außerdem ist jetzt auch der Wasserpark Rolantica mit integriert. Über das Update steht in der App: Neben einem komplett überarbeiteten Design können Sie nun in der App noch einfacher Ihren Besuch planen, Tickets kaufen, Wartezeiten von Attraktionen während Ihres Besuches direkt im Parkplan einsehen, alle Showzeiten im Blick behalten, im Europapark navigieren oder über Neuigkeiten rund um den Europapark, Rolantica, das Hotelressort und unsere Veranstaltungen und Events informiert bleiben. Manche nicht häufig genutzten Funktionen wurden auch entfernt, so ist zum Beispiel der Friend Finder nicht mehr verfügbar, mit dem man Gruppenmitglieder im Park orten konnte. Auf Twitter teilte Michael Mack ein Video, auf dem zu sehen ist, wie der neue Dark Ride Piraten in Batavia mit Wasser befüllt wird. Dazu schrieb Michael Mack: Großartige Ereignisse werfen oft ihren Schatten voraus. Zusammen mit dem Hashtag Batavia 2020. Wozu die Befüllung dient, ist nicht bekannt. Ansonsten ist im Video nicht viel von der Attraktion zu sehen. An welcher Stelle die Aufnahme entstand, ist nicht erkennbar. Das Ende der aktuellen Europapark-Saison rückt näher. Noch bis zum 6. Januar hat der Park täglich für die Besucher geöffnet. Wie in den letzten Jahren gibt es dann nochmal am folgenden Wochenende, nämlich am 11. und 12. Januar, eine Zusatzöffnung, bevor die große 2,5-monatige Winterpause beginnt. Am 28. März beginnt dann die Sommersaison 2020. Jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch, danke für eure Unterstützung in 2019. Genießt noch die letzten Tage der Wintersaison und wir sehen uns dann hoffentlich in 2020 wieder. Ciao!